Hallihallo, liebe Leute, und seid ihr heute bereit? Ich bin es zumindest, denn heute werden wir in den Vulkan gehen von Mario & Luigi Partners in Time. In den Steinblock-Vulkan, wo wir das tolle Feuerjahr im letzten Video dank Professor Igitt haben löschen lassen. Ja, erstmal müssen wir wieder aufsteigen. Nach dem ganzen Weg, den wir laufen durften, nachdem der Vulkan ausbrach. Naja, jetzt ist er auf jeden Fall nicht mehr am Glühen und jetzt können wir da eigentlich ohne Probleme rein, ne? Oh, Schwester, sei wieder fröhlich! Zwei Steinböcke, die sich unterhalten, oh Gott. Fröhlich weg. Fröhlichkeit weg. Nicht mehr fröhlich. Sei doch nicht so, mein kleiner Blöckling. Ein wenig Feuer ist noch immer übrig. Spring einfach dorthin rein. Okay, warum bist du weiblich und warum hast du eine Glatze? Also, hey! Wow, ganz ruhig. Das war doch ihr! Ihr fiesen kleinen Kobolde, oder? Wir sind keine Kobolde, wir sind die Mario-Brüder. Ihr habt den Vulkan mit einem Wasser gelöscht. Nein, das war der... Wie hieß dieses Ding nochmal, das Dr. Professor Igitt entwickelt hat? Ich habe schon wieder vergessen. Die letzte Aufnahme liegt auch lange zurück, weil ich erstmal eine Erkältungspause einlegen musste. Naja. Keine Ausreden. Seht euch doch nur an. Ganz offensichtlich seid ihr Klempner. Dank eures Einmischens ist mein Gatte nun steinernst. Was kann ich dafür, wenn... Ach. Es war sein Lieblingshobby, in den Vulkan zu springen, ihr bösen Männer. Das kann er jetzt auch noch. Naja. Schon das ganze Jahr über haben wir auf den jährlichen Ausbruch gewartet. Ach. Und wir haben schon... Ja. Toll, und wir sollen sterben oder was? Das scheint ihm wohl wirklich egal zu sein. Vulkan mit ohne Feuer. Kein Vulkan mehr. Nur Berg. Du bist ja sehr optimistisch. Habt ihr das gehört? Das ist alles eure Schuld. Also los, gebt uns den Spaß zurück. Werdet ihr helfen, sprecht lauter. Ja! Okay, wenn ich jetzt noch lauter machen würde, dann geht meine Stimme am Arsch. Das werdet ihr nicht... Das werdet ihr sicher nicht, oder? Ihr miesen Wanzen. Dann werde ich euch auch wie Wanzen behandeln. Ich mache euch platt. Oh geil, wir dürfen gegen einen Steinblock kämpfen. Gegen einen Moment. Frau Steinblock, okay. Ah, geil. Das kann ja was werden. Vor allem gehe ich mal davon aus, dass dieser tolle Frau Steinblock eine ziemlich hohe Verteidigung hat. Weil sie zu der Steinblock-Gattung gehört, die ziemlich ähnlich aussieht. Ähnlich wie die verdammten Metallschleime bei Dragon Quest. Ja, ich zocke momentan Dragon Quest, die Chronik der Erkorenen auf DS, während ich diese Aufnahme hier gerade mache. Oh ja, das Spiel ist ziemlich lustig und Ilona 5775, wenn du dir das Let's Play anguckst. Du hast mich dazu gebracht, momentan wieder Dragon Quest anzurühren mit deinem Dragon Quest Monsters Let's Play. Nur so zur Info, oh Gott. Das kann ja was werden gegen diesen Steinbock hier. Ja, aber die Chronik der Erkorenen für DS ist auf jeden Fall sehr schön gemacht, finde ich. Auch wenn die Kapiteleinteilung etwas gewöhnungsbedürftig ist, aber macht trotzdem Spaß, das Spiel. Vor allem mal wieder ein... Vor allen Dingen mal wieder wirklich ein Dragon Quest Teil anzurühren. Das ist schon länger her, dass ich Dragon Quest überhaupt mal angespielt habe. Aber durchgespielt habe ich noch keinen. Jetzt hole ich das auf jeden Fall nach. Wie gesagt, die Lona 5775, ich habe es hier zu verdanken, dass ich jetzt Dragon Quest zocke. Zumindest im positiven Sinne, also jetzt nicht falsch verstehen. Okay. Attacke auf Frau Steinblock. Eigentlich schlage ich ja keine Frauen, aber... das ist ein Steinblock, das ist meine Ausnahme. Okay. Na komm her, sei brav. Und, was war das jetzt? Okay, ich komme hier vor wie auf einer Bowlingbahn, wo ich jetzt gerade als Pin hier, wo ich hier gerade irgendwie als Pin agiere. Moment, das haben wir gleich. Ich habe ja noch ein paar Ultrapilze. So. Ich hoffe nur, dass meine Stimme das soweit mitmacht bei dieser Aufnahme, weil, wie gesagt, ich, ja, bin gerade frisch von der Erkältung wieder in Aufnahme getreten. Ich weiß, ich bin verrückt, aber okay. Das bin ich sowieso ziemlich oft in diesem Fall. Und ja, es wird Zeit für ein bisschen Ärger gegen die Steinblockfrau hier. Und diesmal sind 109 Schaden. Okay, ich habe sie klein gemacht. Was zur Hölle? Vier Stück? Ah, halt. Das habe ich jetzt so schnell nicht beachtet. Okay, das kann man Gott sei Dank ganz locker abschlagen. Ich habe nur gesehen, dass die Augenbrauen auf jeden Fall verraten, wo sie hinspringt. Aber vier Stück? Welches sind jetzt die richtige? Ah, klasse. Am besten
Ja genau, am besten ich benutze mal den Taschenbau. Okay, Kensut, jag uns. Jag uns wie ein wilder Stier. Verdammt. Okay. Hoffen wir mal, dass das Ganze hier gut geht. Auch wenn ich jetzt hier so ein leichtes Problem habe, so ein leichtes Nachteil. Aus dem Grund, weil ich hier jetzt gerade hier irgendwie extrem Multitasking bewältigen will. Und das extrem voll schief geht, weil extrem hier auf diesem Berg Mode ist, wegen diesen extrem Tones. Oh Gott. Die ich gerade nicht irgendwie wieder getroffen habe, bin ich froh drüber. Zwei sind weg. Jetzt sind die noch kleiner geworden. Na, klasse. Wie klein könnt ihr werden, hä? Kann man aus euch irgendwie diese Babuschka-Puppen machen? Oder so ähnlich? Wow. Scheiße. Na, wie auch immer. So, und das war's mit euch. Na, immer noch nicht. Okay, aber dieser Angriff müsste es gewesen sein. Ah, sie hat doch da etwas. Was zum... Scheiße. Wow. Ach, tut mir leid, Luigi. Ich könnte das jetzt nicht am besten... Moment, erst Mario, dann Luigi. Andersrum. Aha. Bist fies. Bist du fertig? Nein. Wo stammst du? Okay, Mario, Luigi. Ach. Scheiße, die dauert ja wohl doch etwas länger. Ich hab's mir schon gedacht. Okay, weiter Kanonen geballert. Das ist immerhin am treffsichersten. Als die anderen Dinger, die ich hier... Oh, yeah. Ach, egal. Benutzen wollte. So. Der nächste Kanonengeballer. Wow. Dass man hier echt noch gegen Steinböcke kämpfen muss. Vor allem, weil die anderen... Okay, die anderen waren auch böse, aber die hier sind grau. Die hier sind böse. Allerdings, ja. Im Vergleich zu den Metallschleimen aus Dragon Quest hat sie hier nicht so eine extrem hohe Verteidigung und verschickt wahrscheinlich auch nicht allzu viele Erfahrungspunkte, wenn man es einmal besiegen sollte. Ah. Metallschleime jagen ist so anstrengend bei Dragon Quest. Vor allem, wenn man wirklich einige Levels aufsteigen will. Eigentlich gehört das hier nicht her, weil es ein Super Mario Let's Play ist, aber ich meine, es passt gerade dazu, weil es die passende Farbe hat. Und ja, deswegen, ja, so ein kleiner Abstecher in ein anderes Spiel dazu bewältigen, ist doch eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Okay, jetzt bin ich gerade am überlegen, wie mache ich das jetzt am besten? Also ich muss auf jeden Fall alle angreifen, das wäre am effektivsten. Mit der Kopierblume verbocke ich es auf jeden Fall, mit dem Trampolin. Ich könnte das Trampolin versuchen, okay. Mache ich das nochmal? Vielleicht kriege ich das einigermaßen hin, dass ich wenigstens fast alle Steinblock-Mini-Frauen kaputt kriege. Ich gebe einfach mal mein Bestes und versuche mich hier zu konzentrieren und das möglichst vernünftig hinzukriegen. Dass die hier alle erledigt werden. So. Jetzt wird's wieder schneller. Und durch diese Lags ist das verdammt schwierig, dann vernünftig noch die richtigen Knöpfe zu erwischen. Ja, jetzt hört der Spaß leider schon wieder auf. Okay, wie viel habe ich? 3 habe ich weg, okay. Kanonengeballer? Genau. Mal gucken, wie viel Schaden wir machen und ob das ausreicht, die zu besiegen. Hey, Angriff, Feuer und... Y, B, A, X Angriff. 109. Ah, diesmal ist Mario derjenige, den du angreifen willst, hä? Hast du ein Auge auf Mario geworfen? Okay. Macht mir nichts aus, denn du bist sowieso gleich. Halt. Geschichte. Haben wir noch 6 Kanonengeballer, obwohl ich mir noch ein paar aussparen sollte. Ja. Das sollte ich wirklich tun. Denn im Vulkan wird's noch sehr gefährlich. Okay. Ah, verdammt, der letzte war nix. Immer noch nicht. Frau Steinblock, du bist ziemlich robust. Ich will nicht wissen, wie Herr Steinblock drauf wäre, wenn ich den bekämpfen müsste. Bestimmt noch ein Tick heftiger. Ich will gar nicht drüber nachdenken, deswegen bin ich froh, dass die hier jetzt wieder groß... Ja, sie ist besiegt! Puh! So ist das doch toll. Victory! Sieg auf ganzer Linie. Wunderbar. So fühlt man sich doch wunderbar. Blocky Maus! Die habe ich fertig gemacht! Wow! Jetzt haben wir die auch noch gemacht! Doofe Männer! Seid nett zu Damen! Ja, ich bin eigentlich auch nett, aber sie wollte kämpfen! Ich meine, das ist ein Steinbock und ich bin normalerweise nicht so zu Frauen. Oh, Blocky Blocky! Bist du jetzt nicht mehr traurig? Genau, bring uns in den Vulkan! Wie? Ihr retten hübsche Dame? Genau, sie befindet sich im Vulkan und so. Ihr springt im Vulkan, um hübsche Dame zu retten. Wenn sie nicht verschmort wurde, ja.
Na komm. Ihr Jung. Und nicht sehr helle. Hey, was willst du damit sagen? Der Vulkan ist erloschen. Dicke Nasen. Aber dürre Hirne. Ja, du musst es ja wissen. Okay. Dennoch, hübsche Dame retten ist wichtige Aufgabe. Für uns Männer wie immer. Ihr Leute wollt wirklich da rein? Nein, wir wollen außen bleiben. Wir gehen den Berg. Nicht Vulkan, aber okay. Ihr vier springt auf mich. Deswegen auch die Markierung auf deinen Kopf. Warum hast du so eine Markierung? Tätowieren lassen oder? Luigi. Was ist mit Baby Luigi? Luigi, runter mit dir. Ja. Ja, Luigi, das kommt davon, wenn du deine Baby-Variation nicht einfach mal hochschiebst anstelle. Ach, du gehst einfach vor, sag mal. Wie willst du das später bei deinen Kindern machen, Luigi? Okay, jetzt sind auf jeden Fall alle drauf. Oh, wie aufregend! Nimm mich mit, mein Zuckerwürfel! Nach Zucker wird er wahrscheinlich nicht schmecken. Du! Zu schwer. Wow, ja, das will ich auch sagen. Wenn sie mit drauf kommen würde. Oh Gott. Wie bitte? Wie kannst du es wagen? Ja, wird wohl nichts mehr mit der Heirat, was? Wow! Okay, bye bye. Ab geht's. Idiot! Ah, schön, danke auch. Wenigstens ging das jetzt schön schnell und ohne große Probleme hier abwärts. Sieh unheimlich. Ich dafür bezahlen werde. Jetzt ihr wissen, warum nett zu Damen sein. Ja, weil sie so wie dieser Steinbock-Dame reagieren können, oder wie? Hübsche Dame, die ihr hier suchen wollt. Sie gestohlen worden? Yep, vom Bowser höchstpersönlich. Okay. Oh, Bowser, Bowser, ey, wir sind Bowser. Mit der Pilzkopf-Peach. Wo ist seine Armee? Das hier ist die Hölle. Es ist heiß. Es stinkt. Es ist gefährlich. Es ist eine einzige gigantische Feuerbrunst. Das hat ein Vulkan so an sich, Bowser. Ich liebe es. Der perfekte Ort, um einen kleinen Zweitwohnsitz zu errichten. Und was ist mit deinem Schloss? Ach, du bist auch hier? Ja, es war ja klar, dass sie sich irgendwie verbünden mussten. Oh oh. Was für ein fieser Ort! Siedenteils, müffelt und wie geschaffen für Ärger! Richtig stark! Genau der richtige Ort, ein zweites Schloss zu erbauen! Warum habt ihr beiden denselben Gedanken? Schön, dass ihr euch jetzt endlich mal trefft. Hey, du da! Hey, du da! Dieser Ort gehört mir, du Flasche! Zieh leider, Alterchen! Dieser Ort ist mein! Schön, dass sie sich gleich schon streiten und sehr lieb haben. Krill, du kommst mir bekannt vor. Ja, du siehst aus wie eine größere, fettere Version von mir. Zumindest wärst du das gerne. Naja, das mit dem Fett wird er wahrscheinlich nicht auf sich sitzen lassen. Nein, du wärst das gerne, du Heini. Du magst wohl sprechen und aussehen wie ich. Aber du bist nicht ich. Er ist jünger. Nur bist du ein kleinwüchsiger, großmäuliger Lümmel. Du hast ein Mundwerk wie ein Mülleimer, du Fettsack! Wer hat dich denn aufgezogen? Kettenhunde etwa? Nein, Steinblöcke. Ich? Wer riecht denn hier aus dem Rachen wie ein Gumba nach einer Knoblauchpizza? Du wirst es nie zu etwas bringen. Streitet euch. Hoffentlich so lange, bis wir ankommen. Vielleicht bewirkt er noch irgendwelche Wunder. Sehr lange Geschichte, aber verstanden. Während der Zeit, während Bowser und Bowser Jr., Baby Bowser sich streiten, haben die erstmal die Geschichte erklärt. Und wir haben nichts davon mitgekriegt. Okay, wir haben sie schon miterlebt. Großer Bowser im Grund vom Vulkan. Okay, ihr euch beeilen und retten, hübsche Dame. Wenn ihr nach oben wollt, ihr mir sagen. Frau Böse, aber ich trotzdem zurückgehen. Wie wär's mit einem Blumenstrauß und einer Entschuldigung? Vielleicht verzeiht sie dir dann. Okay, wir sind jetzt schon mal im Vulkan, das ist schon mal sehr schön. Aber dieser Vulkan wird noch ziemlich anstrengend, groß und verwirrend. Aber wisst ihr was, Leute, wir werden diesen grandiosen, großen, vollen, nicht so tollen Vulkan im nächsten Video weiter erkunden. Deswegen verabschiede ich mich hier und beim nächsten Mal geht's hier weiter. Deswegen
sage ich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, liebe Leute.